Sie kennen Fajita, ein typisches Gericht der mexikanischen Küche. Die Fajita kann verschieden gefüllt werden, in unserem Falle mit Hühnchen und einer Chili-Soße. Als erstes nehmen wir die in Streifen geschnittenen Hühnchenbrustscheiben, geben sie in heißes Öl, die Pfanne nicht zu voll befüllen, damit die Streifen die Poren schnell abschließen können. Wenn wir die Hühnchenstreifen jetzt braten, sollten wir darauf achten, dass sie nicht ganz durchgebraten sind. Geflügel soll zwar durchgebraten werden, allerdings, wenn wir die Hühnchenstreifen jetzt zu lange anbraten, wird das Gericht zu trocken und isst sich zäh. Nachdem die Hühnchenbrust jetzt angebraten ist, geben wir die Zwiebel dazu. Bei der Zwiebel aufpassen, dass sie nicht schwarz wird. Wenn die Zwiebel schwarz wird, dann entwickelt sie Bitterstoffe und schmeckt dann dementsprechend sehr bitter. Das wollen wir nicht. In unserem Fall nehmen wir noch Möhrenstreifen. Löschen das Ganze mit unserer Chili-Marinade, welche wir vorbereitet haben, ab. Kurz einköcheln lassen. Und fertig ist auch schon unsere Füllung für unser Fajita. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.